Von Anfang an waren wir uns einig, Prince of Persia 2 sollte noch viel besser aussehen als sein Vorgänger. The Sands of Time wurde von den Kritikern mit Lob überschüttet, und zwar unter anderem wegen seiner künstlerischen und grafischen Qualität. Für den zweiten Teil wollen wir nun einen neuen Grafikstil entwickeln, der innovativ sein sollte und zugleich noch atemberaubender als der des ersten Spiels. Eine enorme Herausforderung. Wir beschlossen, dass Prince of Persia 2 andere Emotionen beim Spieler wecken sollte als Teil 1, vor allem Angst und Beklemmung. Man schlüpft in die Rolle eines Prinzen, der mit einem Fluch belegt ist und der seinem Schicksal und seinem Tod ins Auge sehen muss. Passend zur Geschichte nahm auch die Optik erwachsenere und dunklere Züge an. Um den Zuschauer tief in die Spielwelt hineinzuziehen, wollte ich ihr ein realistisches Aussehen verleihen. Wir entwickelten einen einzigartigen Stil aus Farbgebung, Licht, Texturen und visuellen Details. Ich setze sehr gerne monochrome Schattierungen ein. Sie lassen die Levels homogen wirken. Außerdem erzeugen sie eine dichte Stimmung und unterstützen fast unmerklich die wichtigen Handlungs- und Gameplay-Elemente. Jeder Schauplatz besitzt eine eigene, faszinierende Atmosphäre. So kann sich der Spieler besser orientieren. In solchen facettenreichen Umgebungen können unsere Designer ihre Ideen wunderbar verwirklichen. Als Spieler bereist man natürlich viele verschiedene Orte, vor allem aber besucht man unterschiedliche Zeitperioden. Man erforscht die Vergangenheit und die Gegenwart. Was das Charakterdesign angeht, so waren uns zwei Dinge wichtig. Zum einen sollte der Prinz eine neue Ausstrahlung besitzen, eine veränderte Lebenseinstellung, die auch zu seinen neuen Kampftechniken passt. Gleichzeitig sollte man die Wandlung, die er seit The Sands of Time durchlaufen hatte, nachvollziehen können. Unser neuer Prinz ist reifer, grimmiger und stets bereit zum Kampf. Er ist ein echter Krieger, selbstbewusst, aber vom Schicksal gezeichnet und verflucht. Ihm sitzt der Tod im Nacken und er sieht kein Entkommen. Seine Kleidung sollte diese neue Einstellung widerspiegeln. Eine eng an den Körper geschnallte Lederausrüstung bietet ihm Schutz und ermöglicht ihm zugleich neue akrobatische Kunststücke. Während man spielt, spürt man seine Wut und die unbändige Entschlossenheit, seiner Bestimmung zu trotzen. Auch seine Gegner sollten dem neuen Stil des Spiels entsprechen. Sie sollten wild und furchteinflößend wirken, eigenständige Persönlichkeiten und Verhaltensweisen an den Tag legen. Mein Job als Artistic Director war es, die Visionen des Teams zu einer zu verschmelzen und eines der spektakulärsten Spiele des Jahres zu schaffen.